Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum ersten Testcheck hier auf diesem Kanal. Hier schauen wir uns gemeinsam die Spiele der letzten Woche an und wir haben heute 5 Spiele für euch rausgesucht, die wir kurz angespielt haben und da legen wir auch gleich mal los mit. Ja, wir fangen mit Party Hard an, einem schönen Indie-Game im Retro-Look. Wir spielen da quasi einen leicht durchgedrehten Menschen, der einfach nur mal nachts schlafen will, aber in der Umgebung wird immer Party Hard gemacht. Deswegen wohl auch der Titel des Spiels. Und deswegen machen wir uns auf die Partys auf und bringen dort alle Leute um, damit da endlich mal Stille herrscht. Also quasi eine klassische Studentenfeier, wie man sie kennt und liebt. Richtig, genau. Wir haben ganz normal ein Messer in der Tasche, mit dem wir die Personen meucheln können. Natürlich am besten, wenn uns sonst kein anderer Zivilist sieht. Ansonsten können wir auch die Umgebung präparieren, wie zum Beispiel Bäume umfallen lassen oder ein Herd oder ein Auto präparieren. Und das heißt also, wenn ich quasi, ich gehe da einfach hin und töte alle und dann gehe ich wieder und die denken sich, ja, coole Feier. Ja, im Prinzip. Zwischendrin kommt öfters mal die Polizei, weil halt doch die Leichen entdeckt werden und die besorgten Bürger natürlich dann dort sofort anrufen, feiern aber natürlich weiter, ist ja auch so logisch in so einer Studentenparty. Und dann muss man natürlich aufpassen, dass man von der Polizei nicht entdeckt wird. Man kann da an verschiedenen Positionen sich verstecken oder durch Falltüren mal kurz in einen anderen Raum verschwinden. Und bauen die, also angenommen, ich bringe jemanden um und stehe dann in dem Raum und dann kommt ein anderer rein und sagt, ey, oh wow, der ist ja tot, krass, ich rufe mal die Bullen. Kriegt er dann die Connection, dass ich den gerade umgebracht hat oder? Ja, dann hat er auf jeden Fall, meistens hat er dann eine Täterbeschreibung und dann sucht auch die Polizei direkt nach einem. Das ist immer ganz interessant. Es gibt auch viele verschiedene Levels, also es dauert ewig, bis man durch ist. Und das Besondere daran, es gibt auch noch eine Twitch-Integration, also für die Streaming-Plattform. Das heißt, der Chat, also die Zuschauer, können dann per Chat-Befehlen ein bisschen mitbestimmen, was denn in dem Level jetzt so passieren soll an Ereignissen. Zum Beispiel können ein paar heiße Girls noch auf die Partys kommen oder ein paar männliche Biker. Wow, heiße männliche Biker. Das ist ja witzig. Und wie groß ist da, sag mal, die Auswahl an Kommandobefehlen? Also reden wir jetzt hier von so einem nette Idee und dann gibt es insgesamt 3 Sachen, die man machen kann und dann hat sich das oder ist das ein bisschen. Ja, es wird immer so spontan ausgewählt. Also man hat am oberen Bildschirm dann so 3 Auswahlmöglichkeiten. Am Anfang vom Level kann dann der Chat auswählen und im Spielverlauf ändert sich das dann immer wieder. Also es ist quasi. Also so eine demokratische Abstimmung, das heißt, genau, es ja, gibt 3 Sachen und dann, okay, das ist ja witzig, geil. Genau, kommen wir zum nächsten Spiel. Ja, ich habe mir als nächstes Zombie angeguckt, das kam am 18.08. raus und dabei handelt es sich quasi um den Port von der Wii U zum PC und PS4 und Xbox One. Das Spiel kam ja schon vor einigen Jahren raus und das merkt man, denn es sieht immer noch genauso aus wie damals. Und dass es da keine Grafikoptionen gibt am PC, das macht es nicht wirklich besser. Also haben sie auch nicht die Grafik angepasst, also keine HD-Auflage oder sowas in die Richtung, sondern einfach strikt den Port genommen. Ja, du hast deine 1080p halt noch, aber wenn du dir das Spiel anguckst, dann fühlst du dich irgendwie ins Jahr 2011 zurückgesetzt oder so. Das macht meiner Meinung nach so ein bisschen das Spiel kaputt, was sehr schade ist, denn was wohl Zombie am meisten ausmacht, ist tatsächlich die Atmosphäre, denn die ist sehr gelungen. Ich bin ja ein Mensch, der sehr viele Zombie-Spiele spielt und schon sehr viele beschissene Zombie-Spiele gespielt hat. Und Zombie nimmt sich eigentlich wirklich die Zeit, ein schönes Level-Design aufzusetzen. Zum Beispiel einer der ersten Orte, wo man ist der Buckingham Palace. Das Ganze spielt ja in London. Und das war großartig. Das hat so vom ganzen Feeling echt viel ausgemacht. Zum Beispiel, man hat die ganze Zeit so ein Klaviermusik gehört, während man da rumläuft. Also diese typische Gruselmucke. Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass in einem Saal ein Zombie an einem Klavier steht und die ganze Zeit mit der Hand auf dieses Klavier raufhaut.
Ja, bis ich ihn umgenietet habe, dann war die Klaviermusik auch vorbei. Und das war total cool. Was ansonsten noch wohl eins der größten Features ist bei Zombie, ist der Radar, der für ein Zombiespiel sehr unüblich ist. Den können wir quasi so oft wir wollen anpingen und der zeigt uns dann die Zombies in der Umgebung. Ist halt super nützlich und hat da irgendwie auch ein cooles Feeling, wenn man da so die ganze Zeit paranoid draufdrücken kann und wenn man sich so durch dunkle Gänge schleicht. Gleichzeitig ist es aber auch sehr schade, weil damit einem sämtliche Überraschungen genommen werden, weil ich immer genau weiß, wo die Zombies sind, auch wenn zum Beispiel Ratten angezeigt werden. Aber so groß ist die Überraschung da halt nicht. Und was beschissen ist einfach nur, dass dieser Radar nicht konsequent ist und zum Beispiel Jumpscare-Zombies, also die, die auf dem Boden liegen, so tun, als wären sie tot, und wenn man dann in die Nähe geht, dann angreifen, die werden auch nicht auf dem Radar angezeigt, um den Jumpscare nicht kaputt zu machen. Das ist einfach nicht konsequent für den Radar. Ja, das ist ein bisschen traurig. Was gibt's denn so für Möglichkeiten, sich denn die Zombies zu entledigen? Das ist ja recht klassisch, also man hat halt, man fängt mit so einem Cricket-Schläger an, und dann halt Großbritannien. Ja, ansonsten irgendwann findet man eine Schaufel, also die typischen Nahkampfwaffen und natürlich dann auch irgendwann Schusswaffen, Pistole, eine Armbrust, wo man schon so ein bisschen mit der Munition sehr knauserig umgehen muss. Das heißt, die nimmt richtig Inventarplätze weg, die sehr teuer sind, also man hat nicht viele einfach. Genau, und halt auch leer machen, vergleichsweise. An der Stelle sei einfach noch gesagt, die Zombies sind super zäh, also ich habe halt 10 Schläge gebraucht, um einen Zombie zu töten und 4 Schüsse in den Kopf und what the fuck einfach, das kann es halt nicht sein. Und das macht so ein bisschen schade und es bietet eigentlich auch nicht das krasse Gameplay-Feeling, man läuft eigentlich so durch, haut die Zombies irgendwie platt, die sind nämlich auch keine große Bedrohung, auch wenn vom Feeling her so ein bisschen so, jetzt kommen sie. Aber naja, also ich würde sagen, Zombie ist nett, wenn es mal irgendwie so in einem Sale gibt. Ja, wieso nicht, aber es gibt definitiv bessere Zombie-Spiele, sagen wir es mal so. Also wer auf Zombies steht, greift zu, alle anderen spielen Probe. Ja, so kann man es eigentlich ganz gut abfassen. Einfach, also wirklich, ich habe mich nachts hingesetzt mit Kopfhörern auf und da hat das dann schon ein gewisses Feeling. Also so macht das dann tatsächlich Spaß, wenn man einfach die Atmosphäre eingreifen will. Wenn man wirklich einfach nur Zombies abschlachten will, dann spielt man immer noch am besten Left 4 Dead 2. Okay. Machen wir mit dem nächsten weiter. Ja, das ist Mega Man Legacy Collection. Diese beinhaltet Mega Man 1 bis 6 in aufbereiteter Form. Wirklich sehr schön gemacht, 1080p Unterstützung, so Einstellungen wie V-Sync oder verschiedene Filtereinstellungen, damit man noch näher an das alte Feeling rankommt, so von Röhrenbildschirm und so weiter. Und was ich ganz besonders schön finde, eine Art Datenbank über die Gegner und Charaktere, in der nochmal so ein paar Hintergrundinformationen stehen, auch immer schön mit Bildern. Und wer sich im Mega Man-Franchise ein bisschen auskennt, weiß, dass gerade solche Artbook-Bücher und Hintergrundinformationen sehr teuer sind und natürlich auch sehr schwer ranzukommen. Deswegen finde ich das eine sehr nette Dreingabe. Ansonsten ist es wie gewohnt Mega Man, bockschwer im Retro-Look. Also wer das nochmal erleben will, kann auf jeden Fall bedenkenlos zugreifen. Dann kommen wir mal zu meinem persönlichen Highlight und zwar Shadowrun Hong Kong. Für alle die, denen Shadowrun kein Begriff ist, sei ganz kurz gesagt, das kommt aus dem Pen & Paper Rollenspielbereich und vermischt Fantasy mit Science Fiction. Das heißt, wir haben die typischen Rassen, Menschen, Orks, Zwerge, Elfen und Trolle und Magie und schmeißen das einfach mal in die Zukunft und packen dann noch Science Fiction drauf. Also das übliche Drohnen, irgendwelche Upgrades für die Menschen und so weiter und so fort. Und dann haben wir ein Science-Fiction-Spiel mit Fantasy-Elementen und das macht's sehr gut. Ja, und dabei handelt es sich um ein taktisches, rundenbasiertes Rollenspiel. Wir haben die typische Draufsicht und erleben dann halt eine Geschichte, die sehr viel mit Kriminalität zu tun hat. Das heißt, wir bewegen uns ganz viel in den Slums, weil wir auch selbst gesuchte Terroristen sind, ohne dass wir wissen, warum eigentlich. Ja, das Spiel sieht großartig aus, finde ich persönlich. Es ist absolut stilsicher in dem, was es tut. Es ist bunt, es ist ganz viel, es ist detailreich und das sieht einfach richtig, richtig klasse aus. Was man zu dem Spiel selber sagen kann, ist, wenn man mal sich so Dialoge und Charaktere anguckt, dass da auch hier echte Profis am Werk waren. Das heißt, die Charaktere sind von Anfang an einfach überzeugend in ihrer Rolle. Man kauft es ihnen ab und man baut Sympathie und Abneigung sehr schnell auf.
was so ein Rollenspiel halt einfach ausmacht. Es sei dazu gesagt, dass dieses Spiel komplett auf Englisch ist. Das heißt, für Leute, die das Spiel auf Deutsch spielen wollen, das wird derzeit eher nichts. Genau, und ansonsten, wir haben ein typisch rundenbasiertes Kampfsystem. Das heißt, wir haben eine bestimmte Anzahl an Aktionen, können schießen, können zaubern. Was halt vielleicht noch gesagt sei, dass zum Beispiel die Deckung eine große Rolle spielt und einfach so für die Leute, die so sagen, aha, jetzt wieder so ein großes neues RPG anfangen und erst wieder reinfummeln, da darf man sich echt nicht erschlagen lassen, weil das sieht am Anfang viel aus, aber das Spiel führt dann sehr intuitiv und selbsterklärend rein. Das heißt, wer schon mal ein RPG gespielt hat, wird sich auch dort sehr, sehr schnell zurechtfinden und von meiner Seite aus kann ich da eine absolute Kaufempfehlung rausgeben. Ist ein großartiges Spiel, macht super viel Spaß. Ja, kommen wir zum letzten Spiel diese Woche und zwar zu One Piece Pirates Warrior 3, gleich mal ein Zungenbrecher. Und das hat es jetzt auch tatsächlich endlich auf den PC geschafft. Das ist ja so mittlerweile ein Trend, dass es so konsolenexklusive Titel mittlerweile auch auf den PC schaffen, wie zum Beispiel die Naruto-Teile, die es jetzt schon etwas länger für den PC gibt. Ich warte immer noch auf Mario Party für den PC. Ja, natürlich. Nintendo wird da bestimmt. Egal, zurück zum Spiel. ist ein klassisches One-Piece-Spiel, das die Story vom Windmühlendorf über Alabaster nach Water 7 bis hin zum aktuellen Dressrosa abarbeitet. Das ist zurzeit Folge 700, schieß mich tot, ich weiß es nicht genau, ich habe schon ewig nicht mehr reingeguckt. Natürlich gibt es alle beliebten Charaktere spielbar, wie Ruffy, Zoro, Robin, Chopper, Nami und natürlich auch einige nicht so beliebte Charaktere, wie Gecko und Moria, alles spielbar, alles sehr, sehr schön. Wie viele Charaktere sind es denn insgesamt? Also, soweit mir bekannt, sind es 36 Charaktere, die tatsächlich spielbar sind im kompletten Storyverlauf. Das ganze Spiel ist so Dynasty Warriors Klon, wo man halt eine Karte hat mit verschiedenen Sektoren und Missionszielen und Massen an Einheiten, die man schön kaputt kloppen kann. Achso, Dynasty Warriors, da denke ich persönlich ganz gerne immer an ganz viele verschiedene Charaktere, die sich am Ende aber ziemlich ähnlich spielen. Ist das da auch so, oder? Ja, genau. Also es gibt, klar, jeder Charakter hat so seine verschiedenen Angriffsmuster und verschiedene Kombos. Kommt allerdings von meinem Gefühl her immer auf dasselbe raus. Und ich muss sagen, diese Spezialattacken, da wird immer so ein kleines Video abgespielt vorher, nerven nach einer Zeit einfach, weil das immer wieder dasselbe ist und ja, nervt einfach. Du hast immer so eine Cutscene, bevor du deinen Special Move machst. Genau, ja, richtig. Wer kommt auf sowas, Leute? Das weiß ich auch nicht. Aber das Allerwichtigste an dieser Stelle, ich bin ja eigentlich ein großer Dynasty Warriors 6-Verfechter, also nicht denken, dass ich das Spiel nicht mag, ich finde es ziemlich geil, hat es einen Koop-Modus. Auf jeden Fall, allerdings nur lokal, also im Splitscreen. Ah, das ist auch der Wichtigste. Und, ja, kann man auf jeden Fall gut zu zweit spielen. Allerdings würde ich auf jeden Fall jedem der Spieler einen Controller empfehlen, denn mit Tastatur ist das Spiel unspielbar. Also ganz ehrlich, ich habe es probiert und ich spiele ja normalerweise alles mit Maus und Tastatur. Ich habe nach 10 Sekunden Controller eingestöpselt. Ging deutlich besser. Also es ist quasi ein Dark Souls mit Maus und Tastatur. Wieso? Dark Souls kann man doch prima mit Maus und Tastatur. Ja, wächst dann. Ja, kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Ja. So, das war's für diesen Testcheck. Wie hat's euch gefallen? Schreibt uns doch einfach mal unten in die Kommentare. Wir freuen uns über Kritik und Anregungen. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen traumhaften Tag und bis zum nächsten Mal. Oh Gott. Tschüss.